Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zur Veranstaltung Roboter, dein Freund und Helfer. Hier vor Ihnen steht kein humanoider Roboter, auch kein roboterähnlicher Humanoid, sondern ein richtiger Mensch. Na, starke These, aber ich auf jeden Fall. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen der Veranstalter, nämlich das ist zum einen die Technische Universität München und zum anderen das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Extra natürlich der Veranstalter als Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik des DLR, der Professor Arlin Albo-Schäfer. Ich selber gehöre keiner dieser Institutionen an, weder dem DLR noch der TU München. Ich selber, mein Name ist Armin Assehi, ich bin Professor für Soziologie an der LMU. Ich nehme an, dass durch die TU-lastige Veranstaltung man womöglich einen Dompteur von der LMU haben wollte. Deshalb also ich hier. Wir werden heute zunächst einen Impulsvortrag hören und dann eine Podiumsdiskussion, die ich leiten werde. Am Anfang vielleicht ein paar Gedanken, die vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben, warum ausgerechnet ein Soziologe diese Veranstaltung moderieren soll. Das ergibt sich ja letztlich nicht von selbst. Geht's wieder? Ja. Wir haben es hier bei den Robotern, bei der Robotik mit einer neuen Technik zu tun. Immer wenn neue Techniken in Gesellschaften eingeführt werden, gibt es zunächst einmal Verunsicherung und eine ganze Menge an Unwissen. Das Interessante an dieser Technik ist, dass es auf der einen Seite sehr viel Unwissen gibt, auf der anderen Seite diese Technik bereits bevor sie real empirisch existiert hat, vor allem durch Medienformate bereits vorbereitet wurde und wir eigentlich Dinge kritisieren, die es noch gar nicht gibt oder uns nach Dingen sehnen, die es womöglich niemals geben wird. Und diese Veranstaltung soll ein bisschen dazu beitragen, hier ein sowohl empirischeres Bild über die Robotik zu ermöglichen und zum anderen natürlich auch darüber nachzudenken, was für eine Gesellschaft das eigentlich stattfindet. Das Interessanteste für mich an humanoiden Robotern oder Robotern, die zumindest einige Funktionen eines der anderen Mikrofone, das Interessanteste für mich an Robotern, zwei. Also dann rede ich so ganz laut. Das Interessanteste für mich an humanoiden Robotern oder Robotern, die Funktionen des Menschlichen übernehmen, ist zunächst einmal als Soziologe gar nicht so sehr, was die Roboter machen, sondern was man darüber über menschliche Funktionen lernen kann. Ich finde es hochinteressant, von Robotern zu lernen, wie voraussetzungsreich die einfachsten Dinge sind, die wir im Alltag tun, zum Beispiel so eine Karte zu halten und gleich mit einer Hand, weil ich in der anderen das Mikrofon habe, das ein bisschen auf die Seite zu schieben. Unglaublich viele Teilfunktionen, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen. In diesem Zusammenhang des Lernens durch Techniken, zum Beispiel Mikrofontechniken, Dankeschön, des Lernens durch Techniken über das, was die Techniken eigentlich ersetzen sollen, gab es in der Menschheitsgeschichte schon länger. Denken Sie zum Beispiel daran, dass wir über das Sprechen und die Sprache vor allem durch die Schrift gelernt haben. Es gab große Kritiker bei der Einführung der Schrift, die gesagt haben, das sei bereits eine, man könnte sagen, Fehlfunktion des Sprechens. Aber über die Schrift haben wir bereits darüber etwas gelernt, wie das Sprechen eigentlich funktioniert. Die Malerei hat uns beigebracht, wie die Bildhaftigkeit der Welt zu sehen ist. Also gar nicht über die Bilder selbst erfahren wir etwas, sondern über die Bildhaftigkeit der Welt. Die Literatur hat uns bisweilen mehr über Subjektivität beigebracht, als die dann postrationalisierenden philosophischen Texte dazu. Und womöglich kann man sogar sagen, dass die modernen, unkoordinierten Massenmedien uns mehr über Komplexität beibringen, als manche Texte über Komplexität, Texte von Anwesenden, Herr Mainzer natürlich ausgeschlossen. Und das Gleiche gilt auch, glaube ich, hier. Was mich als Soziologen an dieser Geschichte auch sehr interessiert, ist keineswegs nur die Mensch-Technik-Interaktion, sondern auch die Mensch-Mensch-Interaktion, die ja wiederum ein Modell sein soll dafür, wie Mensch und Technik miteinander interagieren können. Und wenn das in einer Gesellschaft stattfindet, ist die interessante Frage, wie Gesellschaften eigentlich mit Automatisierungen und mit Technik umgehen lernen. Wir tun bei jeder Technik- und Medienrevolution so, als sei es die erste. Aber es hat immer
merkwürdiges Unverständnis über die Dinge gegeben, die neu eingeführt wurden. Aber interessanterweise waren dann, sobald die Dinge nicht mehr aufgefallen sind, sobald sie sozusagen Teil des Alltags geworden sind, sobald sie sich praktisch und nicht nur intellektuell bewährt haben, waren sie dann Teil des Alltags. Stellen Sie sich mal unseren Alltag heute vor, von wie vielen Techniken wir uns abhängig machen, ohne es zu wissen. Und ich würde sagen, in diesem Geist sollten wir vielleicht auch über Robotik diskutieren. Und das tun wir, indem wir zunächst einen Impulsvortrag hören. Diesen Impulsvortrag wird Ihnen vortragen Herr Dr. Frank Dittmann. Er ist Kurator für Energietechnik, Starkstromtechnik und Automation am Deutschen Museum in München. Herr Dittmann, Ihre Bühne. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich darf also heute hier den Impulsvortrag halten. Darüber freue ich mich sehr und möchte mich bei den Organisatoren sehr herzlich bedanken. Impulsvortrag heißt ja wohl, dass ich mich kurz fassen muss, was angesichts des Themas gar nicht so leicht ist. Deswegen werde ich mich auch an mein Manuskript halten, um nicht allzu weit abzuschweifen. Impulsvortrag, meine Damen und Herren, heißt aber auch, dass ich durchaus holzschnittartig ein paar Punkte ansprechen kann. Darüber können wir dann später diskutieren. Ganz vieles werde ich auslassen. Ich möchte drei Thesen hier vorstellen. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Ja, die Sie hier sehen. Die erste These reflektiert die Tatsache, dass intensiv an der Robotik geforscht wird und dass man die Entwicklung, die breite Entwicklung, die es da heute gibt, nur schwer in irgendeine einheitliche Definition fassen kann. Die zweite These geht darauf ein, dass Robotik nicht etwa mit dem Theaterstück von Karel Čapek Anfang der 1920er Jahre beginnt. Und die dritte These fragt so nach dem Stand oder geht ein bisschen auf den heutigen Stand der Forschung ein. Kommen wir also zur ersten These. Es gibt keine gute und vor allem umfassende Definition des Roboters, trotzdem wissen wir alle, was das ist. Ich habe hier mal ein paar Definitionen mitgebracht. Da gibt es also die sozusagen Beschreibung des Robot Institute of America. Ein Roboter ist ein programmierbares Mehrzweck-Handhabungsgerät für das Bewegen von Material, Werkstücken, Werkzeugen und Spezialgeräten. Und so weiter. Das klingt schon ganz stark nach Industrieroboter. Darunter habe ich dann die entsprechende Definition aus der VDI-Richtlinie mitgebracht. Da sehen Sie, es geht um Industrieroboter. Neben diesen Industrierobotern, die es schon seit der 50er Jahre gibt, machen aber in den letzten vielleicht etwa 10 bis 15 Jahren auch Service-Roboter von sich reden. Das nun wieder sind automatische Maschinen, die Dienstleistungen übernehmen. Das ist hier wichtig, Dienstleistungen. Und wenn Sie sich den letzten Satz da oben anschauen, dann gehören alle Roboter, die keine Industrieroboter sind, zu den Service-Robotern. Das macht diese Definition natürlich sehr unspezifisch. Übrigens an der Begriffsbestimmung sind auch ganz andere gescheitert als ich. Das Handbuch der Robotik zum Beispiel von 2007 fängt unter die Überschrift Service-Robotern für R2-D2 und 3CPO an, also diesen dick und doof Verschnitt aus den Star Wars-Filmen. Dort fängt dieses Fachbuch an und kommt dann über die heutigen automatischen Staubsauger zu den Fußballrobotern, die, so hoffen einige Experten, 2050 gegen eine Mannschaft von Menschen antreten und gewinnen soll. Das wiederum gewichtige Springer-Handbuch Robotics mit 1600 Seiten hat dieses Stichwort gar nicht, also Service-Roboter, behandelt aber in je eigenen Kapiteln einzelne Spezialfälle. Das allwissende Wikipedia habe ich da unten nochmal hinkopiert. Der letzte Satz, denke ich, ist sehr interessant, denn der heißt ja wohl, dass sich die Definitionen ständig verändern. Aus meiner Sicht geht es eigentlich bei Robotik und Robotern um erstens Bewegung und Manipulation in der realen Welt. Also man könnte jetzt sagen, Roboter tun etwas, was Menschen auch tun, aber vielleicht tun es Menschen nicht gerade dort, nicht so schnell, nicht so zuverlässig, mit nicht so viel Power, je nachdem. Wir haben also einen direkten Bezug auf den Menschen in der Robotik. Mir scheint aber auch, dass in den Definitionen, die ich Ihnen gezeigt habe, ein zentraler Begriff etwas kurz kommt, nämlich Autonomie. Denn Roboter handeln zwar nach einem Programm, aber eben selbsttätig. Diese Autonomie hat übrigens auch juristische Konsequenzen. Die Frage ist nämlich, wenn zum Beispiel ein sogenanntes Unmanned Vehicle, also ein Fahrzeug, was autonom fährt, den Unfall verursachen sollte, wäre es dann verantwortlich? Und das ist schon eine große Frage.
neben dieser informationellen Autonomie, also dem Computer, der die Entscheidungen sozusagen fällt, gibt es auch noch eine energetische Autonomie, die sollte man nicht vergessen. Die setzt uns derzeit wesentlich stärkere Grenzen als die Leistungsfähigkeit der Computer. Denken Sie an diese ganzen Fragen der Elektromobilität. Ja, meine Damen und Herren, damit möchte ich jetzt aber über die Diskussion von Definition und so etwas beenden. Gefunden habe ich also keine wirklich richtige, aber das ist auch nicht so schlimm. Das mögen die Experten in den Normenausschüssen tun und die Juristen, die mögen sich darüber streiten. Ich halte es hier mit dem US-amerikanischen Ingenieur und Roboterpionier Josef Engelberger. Der hat mal gesagt, ich kann zwar nicht genau sagen, was ein Roboter ist, aber ich weiß, dass es einer ist, wenn ich einen sehe. Zur zweiten These. Unser Bild von Roboter ist tief in der europäischen Geistesgeschichte verankert und medial konstruiert. Das kann ich hier nur andeuten. Ich will mal ein paar Fortschritte so da durchgehen. Die Vorstellung, dass ein künstliches Wesen erschaffen werden könnte, gibt es schon in der Antike. Da gibt es zum Beispiel Pandora. Bekanntlich hat ja Prometheus Zeus das Feuer gestohlen, um es den Menschen zu bringen. Die Götter waren empört und ließen eine verführerische Frau herstellen, um sie sozusagen zu rächen. Zeus gab ihr eine Büchse, das ist sicherlich bekannt, warnte sie, diese zu öffnen. Pandora hat es aber trotzdem getan und raus kamen sämtliche Leiden und Plagen für Körper und Seele. Und die Hoffnung blieb drin sitzen. Das ist so ganz grob die Geschichte. Was diese Geschichte für die Robotik nun wieder interessant macht, ist, dass hier ein künstliches Wesen auftaucht, das seine Handlungen gegen den Menschen richtet. Aber klar ist auch, meine Damen und Herren, dass Pandora eigentlich nicht die Ursache ist, sondern das Mittel der Rache. Also eingestecken die ja die Götter dahinter, denn die waren die Schöpfer von Pandora. Aus der Antike kennen wir auch eine ganz andere Geschichte, nämlich die des Bildhauers Pygmalion, einen Menschen also, der sich in eine von ihm selbst geschaffene Marmorstatue verliebt. Aphrodite, die griechische Göttin der Liebe, hat sie lebendig gemacht, damit Pygmalion sie heiraten konnte. Der Schöpfer war also hier ein Mensch, brauchte aber noch die Götter. Auch in der frühen Neuzeit wird von künstlichen Wesen berichtet. Auch hier waren übrigens die Menschen die Akteure. So soll Rabbi Löw im 16. Jahrhundert in Prag den Golem erschaffen und mit göttlicher Kraft beseelt haben. Der eilfertige Diener geriet außer Kontrolle und der Rabbi musste dem ein Ende setzen. Hier war also, und das ist jetzt wieder wichtig, Kontrollverlust der Grund, dass der Golem zerstört werden musste. War beim Golem noch Magie nötig, tauchte dann 1818 im Roman Frankenstein ein Wesen auf, das unter Nutzung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse erschaffen wurde. Sie alle kennen diese Geschichte, das brauche ich jetzt nicht hier auszubreiten, aber sie spielt übrigens in Ingolstadt, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Allerdings würden wir dieses künstliche Wesen heute vielleicht eher als Cyborg bezeichnen, denn als Roboter. Aber es gibt natürlich auch eine reale Seite. Bereits einige Jahrzehnte vor dem besagten Roman erschienen Automaten, die von einer hohen Kunstfertigkeit der Mechaniker zeugten, wie beispielsweise die mechanische Ente von Jacques de Vaucanson aus dem Jahre 1738. Später konstruierte de Vaucanson dann auch humanoide Automaten, die wiederum andere inspirierten, zum Beispiel die Brüder Jacquetros, die 1770 mehrere Androiden bauten. Erwähnenswert ist auch der automatische Trompeter von Johann Gottfried und Friedrich Kaufmann aus dem Jahr 1810. Wichtig ist hier, dass bei allen diesen Automaten die Bewegungsabläufe mittels einer starren Ablaufsteuerung realisiert wurden. Es ist also keine Autonomie, so wie wir es verstehen heute. Man ahmte die menschliche Bewegung nach. Diese Steuerung, das sei ja noch erwähnt, wurde übrigens auch im Schakar-Webstuhl benutzt. Bekannt wurde aber auch der Schachtürke, den Wolfgang von Kempelen 1769 der Kaiserin Maria Therese präsentierte und der durch ganz Europa und Nordamerika tourte. Allerdings war die Fähigkeit des Automaten zum Schachspielen nicht mechanisch begründet, sondern entsprang einem tischversteckten Menschen. Es war kein Lilliputaner, sondern passt ein normaler Mensch rein. Und auch später gab es immer wieder Roboter, die zu Unterhaltungszwecken eingesetzt wurden. Das Bild, was ich hier habe, zeigt Sabor 5 mit dem Schweizer Erfinder und Entertainer Peter Steuer, der in den 50er und 60er Jahren mit Aufführungen bekannt wurde.
ja, und unverzichtbar, ich hatte es schon getan, ist der Verweis natürlich auf Karel Čapeks bekanntes Theaterstück Are You Are aus dem Jahr 1921. Und von dort stammt ja der Begriff Roboter. Und so ging es dann weiter. Es erschienen Science-Fiction-Romane und entsprechende Filme. Und um das zuzuspitzen, ich behaupte jetzt mal, dass Sie mehr Roboter im Film gesehen haben als in der Realität. Sie haben mehr Roboter im Film gesehen als in der Realität. Das bedeutet eben, dass unser Bild vom Roboter nicht durch die Anschauung von realen Objekten in den Labors oder Industrie konstant, sondern eben durch Kunst und Medien. Das Bild des Roboters ist medial konstruiert. Und das bringt mich zu meiner dritten These, die hier steht. Das gegenwärtige Bild vom Roboter und dessen tatsächliche Leistungsfähigkeit, also unser Bild und das, was sie können, klaffen noch weit auseinander. Trotzdem oder deshalb wird an vielen Anwendungen intensiv gearbeitet. Und das Schöne daran ist, damit können wir als Gesellschaft eben auch diese Entwicklung beeinflussen, wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Der erste Teil der These mag die Enthusiasten frustrieren, die Skeptiker freuen, aber möglicherweise relativieren sich deren Ängste, also die Skeptiker, wenn sie einen realen Roboter im Labor sehen. Zugespitzt kann man nämlich sagen, jetzt mal über Service-Roboter, wenn man die Filme der Tätigkeit von solchen Robotern entsprechend beschleunigt, kommen deren Bewegungen jenen von Menschen nahe, die sie, also die Menschen, tun würden, wenn sie dasselbe Team tun wie die Roboter. 2010, um ein Beispiel zu nennen, konnten Forscher zum Beispiel an der University of Berkeley erstmal einem Roboter das Falten eines Handtuchs beibringen. Sie können das Video auch sehen im Internet, das können Sie mal suchen. Allerdings ist es dort mit 50-facher Beschleunigung abgespielt, weil sonst dauert es nämlich eine halbe Stunde, bis ein Handtuch gefaltet ist. Und damit sind wir auch bei der Bildungsarbeit, dem Sie das Deutsche Museum beschrieben haben. Wir haben ja eine kleine Ausstellung zur Robotik, werden die auch wieder erneuern. Und wichtig ist aber eben auch, dass Sie in die Forschungsinstitute gehen, dass die Forschungsinstitute sich der Öffentlichkeit stellen, zum Beispiel am Tag der offenen Tür. Ja, ich kann Sie nur auffordern, diskutieren Sie mit den Forschern, denn das sagt ja wohl der zweite Teil der These. Wenn die Roboter heute noch so unvollkommen sind, wie ich das jetzt so unterlegt habe, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf deren Entwicklung. Ich zeige Ihnen hier mal ein paar Einsatzfälle. So mögliche Einsatzfälle in der Auswahl ist es, aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll, Roboter prinzipiell abzulehnen, denn in einigen dieser Branchen kann er ja vielleicht sehr nützlich sein, Minenräumen zum Beispiel, Brandbekämpfung, Tiefseeforschung. Für die anderen oder auch dafür brauchen wir eine offene Diskussion. Ja, und damit bin ich am Ende und damit kann die Diskussion aus meiner Sicht starten. Vielen Dank.